So. Jo, mit dazu. Da. Jetzt nur was wir nach oben halten. Man sieht, du siehst doch, was man sieht. Ja, eben. Ja. Ich sage dir, dass man sieht, was wir nach oben halten. Ach so, das sagst du mir. Na danke. Ja, jedenfalls, wir sitzen jetzt hier und wir planen jetzt, was wir mitnehmen wollen. Wir haben jetzt eben ein Kilo und haben uns hier mal ein bisschen vorher hingerichtet, was denn alles in Frage käme zu mitnehmen. Das seht ihr jetzt nicht. Das ist in der Tat ein bisschen ungünstig. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich glaube, wir fangen das nochmal an, machen das ein bisschen runter. Ich rutsche mal vor und wir haben keine Zeit, um nochmal von vorne anzufangen, Schatz. Wir haben zwar eine Zeitreiseagentur, aber egal. Jedenfalls, das hier ist jetzt eben der ganze Kram, der hier so rumliegt. Und das habe ich jetzt unterteilt, so plus minus in die 5 Cs. Wer die nicht kennt, das ist einmal hier Cutting, ne? Also zum Beispiel ein Messerchen. Das ist einmal Cover, das ist hier so zum Beispiel eine Rettungsdecke oder ein Schlafsack. Einmal Canteen, zum Beispiel klassischerweise dieses Ding. Hier ist nochmal Cover, das wäre ein Tarp. Cordage spielt da immer eine größere Rolle. Combustion Device, irgendwas zum Feuer machen. Aber was habe ich jetzt vergessen? Keine Ahnung. Cover, Cordage, Combustion, Canteen und Cutting. Nee, das war schon. Ja, gut. Dann können wir mit Futter anfangen? Wir können mit Futter anfangen. Ich habe ein Notizbuch. Sehr gut. Gewichte aufschreiben. Also Futter haben wir ja 500 Gramm zur Verfügung. Und wir haben mal was vorbereitet. Ja. Man sieht sie doch kaum. Wir haben da mal was vorbereitet. Und zwar haben wir, du kannst ja schon mal anfangen, irgendwas auszurechnen, ich erzähle. Ich suche meinen Kaffee. Wir haben, oh, Kaffee ist wichtig. Wir haben jedenfalls erstmal Haferflocken. Natürlich nehmen wir jetzt nicht die ganze Packung hier mit. Das wären ja gleich 500 Gramm, dann wären wir ja schon voll, so vom Volumen, was wir theoretisch mitnehmen können. Wir haben Couscous, also so Grundnahrungsmittel eben. Wir wollen im Neolithikum ja auch nicht so auffallen. Übrigens für diejenigen, die das noch immer nicht gegoogelt haben, was das Neolithikum ist, das ist die Jungsteinzeit. Oder es tatsächlich halt eben nicht wussten. Ne? Kann ja vorkommen. Ist ja auch nicht schlimm, muss man sich nicht verschämen. Dann haben wir hier eine Soße, das ist eine Tomatensoße, Fertigsoße, damit Couscous nach was schmeckt. Wir haben Volleipulver, das muss man einfach nur mit Wasser vermixen und dann gibt es Rührei. Wir haben ein paar Gewürzchen, sehr bescheiden. Wir haben Kaffee. Kaffee. 18 Gramm, schon ausgewogen. Reicht das? Ja, ja. Gut. Muss. Ja, und theoretisch haben wir hier noch eine Unox-heiße Tasse. Oh, jetzt habe ich Unox dazu gesagt, das darf ich nicht, oder? Eine Bieb-heiße Tasse. Eine Bieb-heiße Tasse. Und, und ich habe hier noch dieses Glas, dieses sehr schwere mit Zucker und Zimt drin, weil ich meine Haferflocken eben gerne mit Zucker und Zimt mag. So. Gut, das lässt sich ändern. Meinst du, das Gewürz reicht? Ist mehr als genug, oder? Das reicht. Das muss. Dann nullen wir hier nochmal. Nullen. 11 Gramm. 11 Gramm. Weil das hier ist im Grunde unsere Portion Couscous. Das quillt zwar ordentlich auf, aber für zwei ist das jetzt wirklich nicht besonders üppig. Darf ich den Haferflockenpack haben? Den Haferflocken habe ich natürlich auch zu viel abgefüllt. Ja, die Waage nicht stimmt, stimmt die Waage nicht. Wir wollen jetzt nicht völlig. Dann wollen wir nichts riskieren bei der Zeitreise. Nein, nein. Und wir wollen jetzt nicht völlig verhungern bei diesem ganzen Gedönse, aber man muss schon gucken, dass man. Es macht halt auch, ist halt auch blödsinnig, wenn man wirklich massiv viel zu essen hat. Das ist auch Quatsch. Und deswegen eben die Beschränkungen auf wenig Nahrung, aber schon ein bisschen Nahrung. Ja, also sogar auf Trekkingtouren haben wir normalerweise mehr zu essen dabei, als wir jetzt hier eben für die Survival-Variante mitnehmen. Und sogar auch dann auf Trekkingtouren, wenn wir für 10 oder noch länger Tage unser Essen mitschleppen. Aber der Ben findet ja noch 5 essbare Sachen und dann ist das gar nicht. Naja, ganz ehrlich, die Haferflocken lassen sich schon, wenn man ein bisschen Blaubeeren zum Beispiel findet. Blaubeeren zu finden, da würde ich uns hohe Chancen ausrechnen, ehrlich gesagt. Und du weißt, dass ich gern Blaubeeren isst. Jo, und dann kriegst du einen Löffel mehr Haferflocken. Hervorragend. Wenn wir einen Löffel dabei haben. Sehr gut. Falls wir einen Löffel, genau. Ja,
Das ist es im Grunde gewesen, bis auf eine Kleinigkeit. Und ich hatte gerade überlegt, können wir die nicht noch mitschmuggeln, also sprich nicht verraten, aber... Kannst du sie noch mit drauflegen? Wir sind bei 486. Ah, wunderbar. Das hier sind meine Cola-Sticks. Das ist im Prinzip Cola-Getränkepulver mit ein bisschen Koffein. Und wenn wir drei davon... Warum ist das so schwer? Das ist... Das liegt anders. Die anderen haben 4 Gramm gewogen und das ist jetzt... Das hat jetzt... Oh, ja, gut. Okay. 503 Gramm ist, glaube ich, okay, oder? Ja, ich denke, das können wir machen. Hat noch 1 Gramm Verpackung drunter. Das können wir machen. Gut, die Zeitreise-Geschichte von schnell, die sind gar nicht, die gucken auch nur ganz kurz, ob das Gewicht vom Handgepäck passt. Sonst müsste eins in die Hosentasche. Ich kann eins in die Hosentasche nehmen. Okay, gut, das machen wir dann so. Also. Alles klar. Dann haben wir jetzt unseren Proviant zusammen. Es handelt sich eben um ein kleines bisschen Gewürz, einen Sack Couscous, einen Sack, das ist er. Das ist er schon alles. Ja, so, das Problem für die weitere Wahl der weiteren Ausrüstung besteht jetzt darin, dass dieses Kilo keinen Rucksack beinhaltet. Nochmal kurz zur Erklärung. Ich werde natürlich schon einen Rucksack oder Evelyn trägt, haben wir schon dabei, weil wir brauchen 2 Kameras, damit wir jeweils parallel filmen können. Also wenn sie im Lager hockt und ich rumrenne, dann filmen wir... Genau, das habe ich auch noch. Dann filmen wir jeweils unabhängig voneinander ein bisschen was. Und das bedeutet, wir brauchen relativ viel Stativ, Akku, sonstigen Kram. Und da das alles jetzt natürlich irgendwie ein bisschen geschützt sein soll, nehme ich dafür schon einen Rucksack mit. Ja, ein Rucksack kommt dann auch das erste Hilfe zu behören, unser Mückenschutz. Und aber alles andere, also diese 1 Kilo Ausrüstungsgeschichte, die wir jetzt noch dabei haben wollen, die sollte nach Möglichkeit eben nicht, die kann man vielleicht eventuell auch mal, nein, die sollte nicht im Rucksack transportiert werden. Und stattdessen müssen wir noch irgendwas mitnehmen, wie man das transportiert bekommt. Im schlimmsten Fall werde ich nur einfach mit so einem einfachen Beutel oder sowas. Da müssen wir jetzt mal gucken. So, was brauchen wir denn? Was wollen wir denn mit? Genau, erstmal leere Flaschen. Wie viel brauchen wir? 2? 3? Ja, eine geht für Punkt 6, simuliere Jagd zum Wasser wahrscheinlich drauf. Wahrscheinlich, dann nehmen wir 3 mit. Wiegt 40 Gramm! Ach du Kacke! Krass, nehmen wir 2 mit. Wir nehmen 2 mit, wir müssen dann mit einer zurechtkommen. Gut, jetzt brauchen wir irgendwas, wo wir drin kochen können. Zur Auswahl steht, was wir jetzt da haben, einmal diese Emailtasse. Das wäre jetzt so die Minimalismus-Variante. Die ist aber schwer, die hat 56 Gramm. Okay, die Emailtasse fliegt raus. Die fliegt dann hätte ich, schnell raus. Dann hätte ich hier Titantöpflein. Die ist hübsch, das ist sie. Ja. Warum haben wir die eigentlich so selten benutzt? Die ist wirklich hübsch. Weil die so klein ist. Ah. Titantopf ohne Deckel. Deckel ist zu schwer. 1,80. Wir hätten noch Titantasse im Angebot. Aber da hätte man wenigstens ein bisschen Volumen. Ja, das stimmt. Müssen wir uns halt überlegen, was wir davon mitnehmen können. Das wäre Titantasse. 45. Ist halt schon schön leicht. Also, ich schreibe einfach mal als Varianten auf. 45 Gramm. Mit was wollen wir? Genau. Was wollen wir denn da? Wir haben zur Auswahl, streck dich mal, bei den leichten Varianten hier irgendwelche billig schrottigen Streichhölzer. Das wäre von daher halt relativ lustig, weil mit denen musst du es erstmal schaffen, ein Feuer zum Laufen zu kriegen. Die Streichhölzer selber sind gar nicht so das Problem, aber das könnt ihr hoffentlich auf diese Entfernung erahnen. Die Reibefläche ist winzig, deswegen werde ich die jetzt auch nicht verbrauchen. Doch, das müssen wir ausprobieren. Ja, gut. Brennt. Ja, also wäre auf jeden Fall eine leichte Variante. Leg sie mal auf die Waage vielleicht. Die wiegen nichts. Die wiegen nichts. Die wiegen tatsächlich nichts. Jetzt wogen sie gerade 3 Gramm. 4 Gramm, okay. Survival-Löffel. 8 Gramm. 8 Gramm. Dann nehmen wir einen Löffel für 2 oder 2 Löffel. Ach komm, 2 Löffel. Wir schaffen es. Wir müssen irgendwie 2 Löffel dabei haben. Ich will 2 Löffel. Ich hätte es gesagt, einer für 2. Na gut, dann einer für 2. Und ja, wie wollen wir denn schlafen? Schlafen also wollen? Also mit den Augen zu, aber...
Ja, wir müssen halt einfach in den Grunde irgendwo, wir werden wahrscheinlich keine Hängematte improvisieren können. Das natürlich nicht. Und schon gar nicht für zwei. So, und da wir nicht wahrscheinlich nicht allzu viel Deckenmaterial mitnehmen können, weil das halt schwer ist, wahrscheinlich zumindest, werden wir wahrscheinlich auch irgendwie ein wenig Pinguintechnik anwenden. Also Austausch gegenseitiger Körperwärme. Und. Also hauptsächlich Laubhaufen machen. Laubhaufen machen als Unterlage. Irgendwas drauflegen. Dann nochmal so viel Laub und nochmal so viel Laub, wie ich gelernt habe. Ja gut, aber das gilt für den Winter. Im Sommer ist das, aber sollte auch bequem sein, also brauchen wir schon einen großen Laubhaufen. Da steht gemütlich. Ja genau, gemütliches Überleben. Ja. Und dann bräuchten wir sicher eine groß genug Unterlage. Cool wäre schon auf jeden Fall eine große Unterlage, aber die große Unterlage... Gummi drum kann man nicht machen. Eventuell, die wäre schon gut. Das Gummi kann man wegmachen. 246. Oh Jesus. Das mit dem Kilo war vielleicht wirklich ein bisschen übertrieben. Eine Nähnadel brauchen wir. Ich brauche eine Nähnadel. Ich bin eine Frau. Ja gut, schon für diverse Projekte wäre was zu nähen gar nicht mal so blöde. Und was Kleines. Aber das Ganze selbst vielleicht nicht, weil das hat 40 Gramm. Egal, das nehmen wir mit. Wenn man jetzt guckt, was man wirklich davon bräuchte, okay. Das wäre nämlich die Nähnadel. Entschuldigung. Corona! Wäre eigentlich ja nur der Faden und die Nähnädelchen. Einfädeln kann ich und eine Klappschere brauche ich nicht. Okay. Dann sind wir noch bei 1 Gramm. Jetzt sind es 2. Gut, lass es 2 Gramm sein. Dann haben wir hier 38, die wir gespart haben. Ja, gut. Gut, okay. Sogar. Gut. Und Hackebeil. Hackebeil. Also Hackebeil wäre halt extrem cool. Da kann man halt ganz viel mit machen. Hackebeil ist auch so scharf, dass man mit Hackebeil auch schneiden kann. Also so für einfachere Holzbearbeitung reicht das problemlos aus. Wiegst du Hackebeil mal? Dann willst du nicht wissen. Ja, es hat 609 Gramm. Aber es ist ein relativ leichtes Beil. Hackebeil bleibt zu Hause. Hackebeil bleibt zu Hause. Es wäre eh tendenziell nicht schlecht, wenn wir eine Säge dran hätten und eine Klinge. Ja, grundsätzlich schon, aber das ist schwer. Und eine Ahle. Ich brauche eine Ahle, wenn ich das gewisse Dinge so machen möchte, wie... Oder du nimmst Bens Neuerwerbung, dieses ach so wunderbare sogenannte Survival-Messer. Und wenn wir die Klinge daheim lassen, dann ist es auch relativ leicht. Und damit kann man auch mit Bohren. Wir lassen die Klinge daheim und nehmen nur den Griff mit. Sehr gute Idee. Ich meinte die Scheide daheim lassen. Was natürlich Quatsch ist, aber das wiegt nur, sage und schreibe es, und deutlich leichter als die Axt, 221 Gramm. 25. Okay, 225 Gramm. Ich wäre für 92 Gramm gelbes, ehemals Wenger, inzwischen auch Victorinox-Sackmesser. Aber damit kann man keine neolithischen Zombies abwehren. Hiermit schon. Ja, bitte. Also, du brauchst doch Du brauchst doch keine Aale, mit der du zustechen kannst, wenn du meine Fäuste hast. Ja, und wenn du nicht schnell also genug damals, beim Lager damals, vor 10 Jahren, waren die mal gefährlich. Die Deluxe-Variante? Ja, warte, die Deluxe-Variante wäre natürlich das Rangerwood. Das kennt man auch, Victorinox Rangerwood. Das vereint halt alle Vorzüge einer richtig guten, gescheiten, auch deutlich, durchaus großen Klinge. Mit schönen sonst was Eigenschaften. Mit einer wirklich, wirklich vergleichsweise langen Säge für Taschenmesserniveau. Das ist ein ganz tolles Werkzeug. Also in der Liste möglicher Survival-Messer würde ich das auf jeden Fall auch relativ weit oben führen. Guck, wir hätten hier. Ja, grundsätzlich kann das Ding das auch. Eine Säge, eine Schere. Ja. Eine Nagelfeile. Ja. Frage. Ist das deins, das relativ stumpf ist, oder ist das meins, das noch relativ scharf ist? Ja, dann steh auf und hol das andere. Ja. Ich will ein Loch bohren können. Ich will Möglichkeiten haben. Da hast du ein gelbes Messer. Und, achso, Feuerstahl. Ja, ich glaube, das ist deins. Das dürfte noch ein bisschen schärfer sein. Ja. Wir haben dasselbe Messer. Oder das gleiche, nicht dasselbe.
die Schlafsäcke. Also, der Vespa wiegt bei erstaunlicher Wärmeleistung ca. 380 Gramm. Aber der ist kleiner als hier mein sehr leichten, nicht allzu krass warmen Schlafsack. Ja, stimmt. Der ist halt nochmal deutlich weniger warm, aber der ist Kufi. Das heißt, ich glaube, der ist... Ja, den kriegst du so nicht gewogen. Den krieg ich doch so wieder nicht gewogen. Sollen wir mal diesen Vespa-Sack reinmachen? Nee, 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 wir suchen das Kopfteil und wickeln ihn ins Kopfteil ein. Okay. Ich mag meinen Vespa. Ja, das weiß ich. Das ist ein Quilt. Ein Quilt. 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 Ach. Aber du so kannst eine Mischung nicht, aus Decke und Schlafsack. Du kannst nicht aussprechen, wie dein Teil heißt und meins heißt Schlafsack. Ja, zugegeben. Das ist ein Vorteil. So. So. Ui, 430. 430. Ja, da ist der hier noch leichter. Aber auch kleiner. Ja, aber auch wärmer. Da müssen wir mit vier Füßen in ein Fußfach. Ja, das geht nicht. Da muss halt einer mit den Füßen ins Fußfach und hat halt warme Füße und der andere kriegt noch ein Zipfelchen zum Zudecken und dann nehmen wir noch eine Rettungsdecke mit und ich wickel mich in die Rettungsdecke und du kriegst den Dinger nicht. Ja. Okay. Und wenn du morgens aufwachst, dann lege ich mich noch eine halbe Stunde rein, dann geht's mir wieder gut und so machen wir das. 10, 8, 19, 3, 6, 649 Gramm sind wir. Darf ich nicht noch heimlich das Messer hier mitschmuggeln? Das ist so schön neu und ich habe es noch gar nicht groß ausprobiert. Oh. Du warst heute im Wald spielen damit. Ja, das war lustig. Das kommt weg. Oh. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Den komprimieren wir dann natürlich noch. Der hat ein winziges Packmaß. Ja, das heißt, was haben wir jetzt letztendlich alles dabei? Schatz, würdest du es kurz noch einmal präsentieren? Momentchen mal. Für die Leute, die es eilig haben und sich jetzt die ganze Rechnerei nicht angesehen haben. Und du dazu geschrieben hast, wohin sie vorscrollen können. Ganz genau so ist es. Also, Schatz erzählt, was wir dabei haben. Ja. Wir haben einen Vanquilt, der absolut schwerste Gegenstand, den wir dabei haben. Ja, wobei das Ding im Grunde nichts wiegt für einen bis zu 7 Grad Schlafgegenstand. Wir haben einen roten Beutel. Roten Beutel. Als Rucksackersatz. Ganz genau. Wir haben eine große Flasche und eine kleine Flasche. Mhm. Kleine Flasche liegt jetzt nicht hier, aber wird mitgenommen. Kleine Flasche kommt noch. Wir haben eine Unterlagsplane für zwei Nasen. Jawohl. Wir haben eine kleine Plastiktüte. Jawohl. Dann haben wir eine Rettungsdecke in Oliv. Oliv abgeschabt. Oliv und Silbern halt. Dann zwei Blatt Papier. Ein Titantopf, ein Plastiklöffel, den Löffel haben wir dabei. Stimmt. Dann haben wir ein paar Schnürchen und dünne Schnürchen. Bindematerial, Dynema-Schnürchen, Drachenschnur. Nicht besonders üppig, aber müsste gehen. Wir haben Streichhölzer und ein Zunder. Zwei kleine Zundersticks. Falls wir tatsächlich nirgendwo eine Birke finden. Wir haben ein Taschenmesser. Aber nur ein ganz normales kleines Schweizer. Und wir haben ein Nähset mit ein paar Nähnädelchen und 7-8 Nähfäden. Gut, und alles andere wird improvisiert. That's it. Jawohl. Und Futter haben wir, ein halbes Kilo. Jawohl. Dann können wir zur Agentur schnell huschen und uns beamen lassen. Und ganz bis dahin, genau. Macht's gut, danke fürs Zugucken und... Das ist mein Spruch. Hey, ich habe gelernt. Dann mach doch du. Nein, du darfst immer. Nein, du darfst heute auch mal. Also mach es gut. Dankeschön fürs Zugucken. Und wir freuen uns auf unser Survival-Training. Ganz ernst gemeint. Gemütlich. Ganz ernst. Jo, tschüss. Tschüss.